Hey YouTube, hallo und herzlich willkommen bei Blood Bowl 3 in der League of Cakes Season 3. Diesmal haben wir wieder ein Spiel gegen Moped Hupe in der Rückrunde gehabt. Und wie das Ganze ausgegangen ist, könnt ihr euch gleich anschauen. Wenn ihr Lust habt, euch mit anderen Wahnsinnigen zu unterhalten, kommt gerne auch bei mir auf dem Discord vorbei. Ich habe euch den Link, genauso wie die Links zu allen anderen, die teilnehmen, unten in die Beschreibung gepackt. Wenn ihr das Ganze mal live sehen wollt, schaut gerne auch auf Twitch vorbei. Da bin ich Montag bis Freitag online, ab 20 Uhr in der Regel. Und jetzt gehen wir ohne Umwege direkt ab ins Match. Yay! So. Ja, Ton gibt's auch, aber wie immer verspätet. Das ist es. Wie gewohnt. Hallöchen! Tod und Zerstörung, warum leben da noch alle? Noch, weil wir gerade erst... Noch. Ich habe hier so ein Problem. So einen dicken, fetten Oger. Ja. Mein Kick-Off-Roger. Gut, das ändert aber nichts an den Tatsachen. Au. Nix. Ja, der war lang nicht mehr auf dem Feld. Kann sich doch kein Schwanz leisten. Grauer Spiel. Ach, dieser blöde Kick, den hab ich schon wieder komplett vergessen. Dann müssen wir ja doch wieder ein bisschen. Come on, guys. Together. Au. Es tut doch weh. Ja. Okay, der geht zu Boden. Und den darfst du auch tothauen. Das ist ein... Oh, nicht mal das. Okay. Strategie blockiert Morg. Was? Jetzt schon? They picked up the ball. I suppose I should say something memorable or funny. Endlich mal Leute, die meine Gutter Runner auch blocken können. Okay. Forward. Lebt ja noch alles. Ja. That speed. Forward. Be difficult to catch. Dale, Jim. All you need is the tail. What a speedster! Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen. Genau das. Hey. Folgen. Du sollst doch keine Directs machen. Warum nicht? Das tut den Gobos weh auf Dauer. Ich weiß. Das ist ja das Ziel der Sache. Ey. Diese dodgy Dinger. Schaffst den Rush nicht. Jetzt aber. Das war der neu gekaufte Rio. Yep. Muss man auch gleich einsetzen. Soll sich doch auch lohnen. In jedem Spielzug, sagt Deka. Das stimmt doch gar nicht. Hallo? Nicht in jedem. Fast jedem. So. Did you know the Spike Magazine Trophy was Ach nö. Bleib doch da hinten, das ist schön. Tsar Nagrund, many slaves died to create it. But then it was the lowest bid. That's a good choice for a display. Au.
A prone player is a dead player. Oftentimes at any rate. Hm. Can't argue with that call, can you, Bob? Aha. Gott sei Dank. Es kam verzögert, ich muss schon sagen, was für ein Versager. Da war der Knockout. Knockout bedeutet nur, er überlebt. Sag mal, du magst den Blitzer nicht, oder? Nur so eine Theorie. Warte mal, das ist ein 4 plus Dodge. Was ist das mit dem Leap? Oh, 5! Ha! Ja. Ach ne, stimmt, das ist ja auch 2 Zonen. Ja, ja. Oh, ja, dann. Wow. Zu viele Zonen. Eindeutig. Zu viele Zonen. Viel Spaß euch beiden noch. Ich sehe schon, es wird ein schönes Spiel. Ja, danke. Das wird Operation Überlebende Gutter Runner. Ist nur ein Vierer Dodge, zwei Rushs und du hast zwei. Nein. Der hier hinrennt. Dann würde es. Dann habe ich mich das war der falsche. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber dann ist es gut, wenn du dich ärgerst. Ah, ich wollte eigentlich mit dem in deinen Ballträger reinblitzen. Ach so. Mit zwei GFDs. Ach ja, so, alles klar. Ja, ja, ja. I see. Ah, Dreier und Vierer Dodge. Kein Problem, mach mal. Och. Ich komme gefährlich nah an diesen verdammten Oger ran. Hier steht mal auf. Du gehst mal. Dahin. Oh, das war ein Rush, den ich nicht wollte. Doppel 1. Herzlichen Glückwunsch. Herr Oger liegt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich würde mal sagen, das ist eine Ansichtssache. Ja, aber Morgan Fork tut schon weh. Ey. Kein Gruppenkuscheln hier. Und da kommt der Blockgoblin. Oh, ich habe Angst um meine Gossenläufer, ich bin ganz ehrlich. Ich habe richtig Angst um die Jungs. Oh, too easy. Ja. Player down and surrounded by the opposing team. This isn't going to be pretty. Nice. Alter. Und noch ein Pau. Au. Und die Schulter auch noch. As effective as ever, these Nämlich ein 1er Strength Gutter Runner. Ja, komm. Ja, dadurch, dass er noch nichts hat, kann man den halt austauschen, ne, im Zweifel. Ja. Aber der Punkt ist, es gibt mir weniger Value und blocken wollte ich mit den Jungs eh nicht. Ja. Das will ich möglichst vermeiden, außer gegen dich. Und gegen dich habe ich gerade mein Spiel, von daher, ja. Too easy.
Och nö, feiger Schubsetanz hier. Nein, der nächste. Ouch. Knockout. That player is ready for a pass. So gefällt mir das doch. Oh, habe ich gerade lang für meinen Zug gebraucht. Ach was. Wie war das mit Wer nicht wagt? Ja. Oh, das war ein Fehler, das war ein grober Fehler. Ja, der hat Stärke 6, genau. Nee, das meinte ich nicht. Ach komm jetzt, wirklich? Oh. Ah. Nein, ich hätte mit meinem Blitzer noch aufstehen müssen. Sonst hast du... Oh stimmt, der ist ja bereit zum Aufstehen. Genau, weil sonst hättest du... wenn ich ihn einmal geschoben hätte, hättest du mit Torok noch supportet. Das stimmt. Das hatte ich vergessen. Das war nämlich alles genau durchkalkuliert. Au. Ich liebe diese Animationen einfach. Die sind auch nur herrlich. Es gibt jetzt die Rache, oder? Fürs letzte Match. Oh. Fühlt sich irgendwie bisher so ein bisschen so ja. an. Das ist gerade mal Zug 4. Alter! Ja. Ja, auch die 1. Also kein Pfeifen mehr. Ne, die 4 war's. 5 Ratten weg ist schon mal nicht so schlecht. Ja, vor allem eins davon der Roger. Ja. Ha. Ach Mann. Auch Tackle-Ratten. Ja, Tackle wäre hier in dem Spiel so Gold wert auf beiden Seiten. Ja. Das ist dann was, wo Decker sich freuen würde. Hätte ich hier einen Tackler, der hätte seinen eigenen Cage die Hälfte vom Spiel. Wahrscheinlich. Nur, dass du den nicht aus. Der hätte aber von beiden Seiten einen Cage. Ja. Oh ja. Oh nein. Ja. Der Publikumsfan. Genau, der Publikumsfan. Oh, das Publikum ist aber gut drauf heute. Ja. Aber haben nichts gemacht. Alles gut. Deswegen soll er richtig gut drauf. Achso, es war nur ein freundliches Kuscheln. Der würde auch gerne mal was machen, außer da liegen. Ach komm schon. Wofür hat man denn 3? Ich hab keinen mehr. 2 davon waren vergeudet. Uff. Oh, too easy. Ah, diesmal nicht. Wofür hat man denn 3?
Wie viele Spieler habe ich denn noch auf dem Feld? 1, 2, 3, 4, 5. Vier. Ja. Okay. Bei Max läuft halt mal wieder alles. Jetzt gerade, ja. Die erste Hälfte ist unmenschlich gut. Ja, ich wünsche mir eine zweite Hälfte, wie du sie bei mir hattest, TK. Oh. Voll ja, unverständlich, die war geht. Ja auch absurd. Die war absolut absurd. Och, komm schon. Geht nichts über Diving Tackle. Ja. Ah, sonst hätte es vielleicht klappen können. Das wäre so schön gewesen. What was your favorite moment as a Blood Bowl player? Ah ja. Has to be scoring my first touchdown. See, I just ripped the head off this kid who'd given me some lip in the changing rooms before the game. So just for fun. Sorry. Dauntless. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Anlauf. Sprung und. Was? Oh, hätten wir die Zahlen gedreht gehabt, hätte sich der Gutterrunner gerade komplett verabschiedet. Ja. Es tut mir leid, aber ich muss leider stallen gegen dich. Ich hasse das wie die Pest, aber das, ich habe letztes Mal gesehen, was passiert, wenn ich es nicht tue. Läuft er einfach am Diving Tackle weg. Oh. Wer ist da zu blöd zum Sprinten? Oh Mann. Also bitte. The player's on the ground. It looks like he's about to get a kick. Five gold pieces says he gets kicked in the face first. Der ist doch erst neu, der Werfer. Mein Alter hat sich verabschiedet. Ja, der Werfer, der ist auch nicht so schlimm. Puh. Jetzt probiere ich dann mal was. Kann ich nächste Runde gar nicht faulen. Diving Tackle. I have a feeling that this will fail. Au! Oh! Und verletzt sich. Aha. Aber zum Glück nur badly hurt. Also nichts passiert. Das ist wahr. Eieieiei. Steht ja gar keiner, welch ärgern. Oh Gott, die Chaos! Ja. Okay, was hast du in deinem Privatleben gemacht, dass das Karma dir so übel reinschlägt? Ich hab keine Ahnung. Oh Moment, das ist ja. Also, ich kann dir empfehlen, Hexakey zu spielen. Das scheint bei den Leuten zu Würfelglück in der zweiten Halbzeit zu führen. Okay. Oder lässt er mir den Troll nicht vorne? Mann. Langweiler. Also, wie ausgedünnt das aussieht. Ein Gutterrunner aktuell noch da. Ja. Das ist gut. Ja, die anderen dürfen gerne liegen bleiben für Halbzeit 2. Also einen One-Turner kriege ich so nicht hin. Ne, das ist ein bisschen wenig, glaube ich. Ja. Wobei, du hast Sidestep? Ja, vielleicht, aber nichtsdestotrotz ist das du super schwer. Ihn, ja, du hättest ihn ins Auskicken müssen dafür, glaube ich. Genau, zwei Both Downs. Genau das, was ich... Doch.
Oh, bei dir liegt der immer noch Die haben auch noch einen Steinwurf gehabt, das heißt, einer meiner Goblins ist auch noch safe. Das ist ja herrlich. Relativ safe, würde ich sagen. Ist der einfach nur gestunt. Oh, machst du den kaputt? Na, natürlich. Aber Schiri, da war doch gar nichts. Und dann geht der nicht mal kaputt. Und dann würfel ich eine 1. Und werd vom Feld geschickt. Ja, irgendwie, also das mit dem Argion haben wir beide nicht raus heute. Alter. Oh, deine Chaos haben sich immerhin gut erholt. Ja, zwei davon. Ah, Gott. Puh, 1, 2, 3, 4 Spieler vom Feld. Heißt, ich habe 7 auf dem Feld. Solide. Ah, und ich habe Ballannahme. Ah. Ein Gutterrunner. 3 Gutterrunner sind weg. Alter. Das ist halt das Gute, dass der Gutterrunner K.O. liegen geblieben ist. Da muss ich mich nur auf einen konzentrieren. Jaha. Dafür bin ich, das kriege ich mental hin. Nein, ich stehe nicht mit Absicht auf der Seite, wo Mortenfork nicht steht. Oh, was Kick! Alter. Oh, wir haben Treacherous Trapdoors. Yeah. Da lang bitte. Jawohl, endlich mal. Nicht mal durch die Rüstung gekommen. Ja. Oh ja, komm zum Troll. Komm. Nein. Verdammt, hätte ich machen sollen. Und du jetzt. Ach, komm schon. Was kannst du eigentlich? So. Jetzt komm, Brie. Wirf, wie du noch nie geworfen hast. Wirf gut. Geht doch. Werfen kann. Boah, gerade mal. Jetzt nicht mal sprinten können sie, die Ratten. Oh Mann. Das hat keinen Grund, warum der so weit vorne schon ist. Hi. Hallo. Der hat große Zähne. Den mag ich nicht. Und da kommt da der Blitz. Oh, too easy. Mit einem Reroll. Und einem Both Down. Verdammt. Ach, du darfst ja hinlegen, wo du möchtest. Ja, ja. Doch, und er schafft's auch noch. Ha. Das ist jetzt aber nicht nett. Also mit dem GFI könnte Donup ihn faulen. Also 2 GFIs. Und dabei sich hinlegen vielleicht sogar. Au. Mir ist auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich ihn auch einfach hätte gerade nach hinten schieben können, dass ich... Nicht doch ihn! Was? Na bitte! Juri, was? Eine Doppel-1 beim Armor-Roll sogar! Nicht mal bei der Verletzung! Eix! Schiri, komm! Ich hab den und jetzt am noch eine Schnürsenkel 1 hinterher, komm. Gezogen. Ich hab den am Schnürsenkel gezogen, Mann. Das kann doch nicht wahr sein.
Tod und Verderben. Aha. Tod und Verderben. Oh ja. Guten Abend, die Herren. Viel Spaß. Danke. Dankeschön. 1-0 sehe ich hier die Führung von Moppetube hier im Rückspiel der League of Cakes. Nicht nur das. Ich zeig dir gleich noch was. Steht auf jawohl! Jawohl! Nein! Nein! Gut, dass ich Waffen kommen bin. Der Roger geht ab wie Zeppler. Wie geschnitten Brot geht er ab. Uff! Pancake? Ja. Ich bin nicht da, ich war nie da. Das ist Gavin, yes, yes. Das ist so, das ist immer so ein Big Guy Killer, wenn der da ist. Oh, oh, der war mies. Uff. Der war mies, CK, der war mies. Uff. Mein Troll. CK, troll ihn doch nicht so. Mein ja, aber Troll. Also, so viel Blut wie da gespritzt ist, muss das ein roter Würfel gewesen sein. Wow. Mein Troll. Okay, grüß dich, bye. Hi, hi. Mein Troll. Och Gott, Mobby. Mein Troll. Die Kosten von den Saab, die sind halt auch sauteuer, ey. Wenigstens hatte er erst 2 SSP. Also ja, ist doch okay. Sein. Mein ist das dein Troll. Zweiter Troll, oder? Ja. Wegwerfer, die Bomben sind ganz, aber seine Trolle, die sterben regelmäßig. Meine Trolle! Oh, jetzt ist er böse, jetzt ist der Mobby böse, guck mal hier. Ja, es ist. Oh, schau mal, wen er auf dem Spielfeld hat, ich muss mich ja verteidigen. Uff. Ach du grüne Meine, echt. Aha, der hat da so einen Morkenthork stehen. Ja, ja, ich hab schon gesehen, der ist kaum zu übersehen, Siege. Ich hab nichts gesagt, ich war's nicht. Lumps. Mozzarella haut mal wieder zu, wie nichts. Mein Troll ist doch. Schon wieder! Ist das letzte Mal auch so gestorben, oder? Das letzte Mal hat der erste Goblin gegessen und hat dann GFI verkackt und ist gestorben. Das ist dein Ernst? Ja, Magen war zu voll. Oh fuck. Das soll man auch nicht machen mit vollem Magen rennen. Komm schon. Trotz Diving Tackle. Are you kidding me? If you can't run, don't try that kind of... Aber also beide. Diving Tackle ist heute der beste Skill. Oh ja. Der ist auch gut. Ah. Darauf erstmal einen trinken. Prost. Mann, ey. Puh. Das Eröffnungsspiel der Rückrunde in der League of Cakes. Und so geht's ab, Mann. Sehr geil. Ah ja, den kannst du wegmachen. Das ist okay. Das Blöde ist aber, das zu gewinnen wird hart. Also unentschieden wird hart, weil mir fehlen die ganze Zeit Spieler auf dem Feld. Was? Sagte er und tötete den Troll. Ja, das ist das eine. Das Töten von Trollen ist eins, aber Punktescoren. Er hat schon mir eine Schulter dislocated bei einem Gutterrunner und er hat mir einen schon badly hurt. Nein, der war nur zu blöd zum Rennen, glaube ich. Du, in der Winterpause, da hat er mit den Gobos mal gesprochen, so wie man mit den Gobos sprechen muss halt, ne? Also, ne? Ja, ja. Die sind jetzt wieder wach, weißt du? Aktuell haben die ein bisschen Bock. Befürchte ich auch. Oh, schön. Ja! Doppelpau. Sehr gut. Feste, komm! Ruff! Oh, Dicken! Weißt du, der kann sterben, den stelle ich jedes Mal an die Line of Scrimmage. Stirbt er? Nö. Aber mein Troll. Der hat einen geheimen Skill. So, jetzt aber. Hey! Ha! Kein Problem. Hoping to get the knockdown next time.
Pretty hard situation. Nein. Nö. Der geht. Der geht spielen. Oh, da steht ja noch einer hinten. Wo kommt der denn her? Oh mein Gott, da steht ja noch einer. Ein guter Spielerschlag. Hätte ich mit Katzen, Menschen, Kinder. Ich dachte, du hättest ihn gesehen. Weil du hast ja die Sicht auf ihn drauf sogar. Ja, aber er war außerhalb seiner Sichtweite. Ja, wie dein Goblin letztes Mal, oder? Ja, so. Mirror-Match. Ja. Ja, schieben darf er. Der hat der, der kleine okay. Goblin, der hat den Skill. Ja, ja. Dauntless auf dem Goblin, immer noch eine Frechheit. Der denkt sich, ja Mann, die große Ratte, der gebe ich jetzt hier, aber hart. Ja, gerade, dass er nicht auf meinen Roger drauf ist. Razzonk. So. Als erstes. So. Dann geht's weiter. Da hinten einer auf der Leine. Haben wir echt 1:1 das gleiche gemacht mit beide. Wahnsinn. So, für die Kinder der 80er, die kennst du noch. Da gab es so einen Film, Dumm und Dümmer. Hallo. Ja, genau. Schade. Hätte ja klappen können. Wenn ihr euch also wundert, was die Protagonisten heute machen, ja. Das tun sie auch. Geh weg. Oh. Au, 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 au. Ja. Au. Ja. Ja. Knockout. Ist das eine Ankündigung? Müssen wir doch hier erstmal gucken, ob wir noch was hauen können vor oben. Macht hier irgendwas Sinn? Nö. Nee, macht's leider wirklich nicht. Dafür müsste ich. Oh, das wäre. Ein Dodge. Ja. Oh. Machtest du ja eh nicht, hast du gesagt. Ja, der ist nicht so schlimm wie die Katarana. Was ist denn mit den Goblins heute los? Ich hab keine Ahnung. Am Arsch, ey. Da wird auch nicht gestallt mehr. Das hat sich erledigt. Boah. Was ein Spiel. Alter. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn mein Troll? Irgendwo unter der Erde. Den hat der Roger eingestampft. Dann werde ich mal versuchen, deine Cheerleader als Thumbnail zu kriegen. Stimmt, die sind geil. Ja, ich feier die voll. Fand ihr auch, ich musste heute vor dem Spiel wirklich meinen Assistant-Coach rauswerfen und dafür noch einen Cheerleader kaufen, weil ich, die sehen einfach besser aus. Ja. Hi Barry und ja, Troll tot. Von Rattenoger getötet. Ja, mein Troll ist kaputt.
Der ist irgendwem unter die Räder gekommen. Wegschnabuliert hat er ihn, ja. Ein wenig. So. Oh, danke. Oh. Nicht jetzt. Nein, 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 kein Passspiel zum Roger. Also man muss beim Roger sagen, er hat zwar jede Runde funktioniert. Ja. Aber mehr als bemüht war der einfach nicht. Nee. Außer bei einem. Nur beim Troll, leider. Jawohl. Und genau. Ja. Schaden. Mann, Mann, Mann. Hallo. Boah, ich gewinne gegen Skaven. Bin ein sehr glücklicher Mensch. Auch wenn der Roger hin ist. Echt jetzt? Oh, Schande. Also deine Gutterrunner sind in diesem Spiel, naja. Aha. Ignorierbar. Nein. Was? Doch. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch extra meinen Goblin mit Catch für so eine Situation dahingestellt. Das versuchen wir. Na, nicht passen. Übergeben, nicht übernehmen. Übernehmen, nicht übergeben. Ja. Ja, am Leben sind die Gutterrunner zum Teil noch. Also zwei sind außer Gefecht. Dankeschön. Oh, Wurf! Alter. War ein geiler Wurf. Über das ganze Feld einfach. Was? Ich wollte eigentlich noch was klicken, aber egal. Was ein Wurf. Das ist halt Morgan Thorg. Der hätte ja sogar zum Touchdown gereicht. Ah. Hätten wir das nicht gewusst, Mobby, ne? Mhm. Kann doch nicht wahr sein. Fall um! Der ist neu. Tim Trunkenbold Tuddles. Haben wir vorhin rekrutiert in der Kneipe. Ach, ich bin kein Trunkenbold. Da, Tim Trunkenbold Tuddles. Boah. Jawoll! Geht doch. Oh, wichtige Punkte für den Blitzer. Yep. Waren wirklich wichtige, weil damit hat er seine zweite Fähigkeit. So, Jungs, viel Spaß noch. Ich muss mich ausschalten. Vergiss mir die verdammten Tore nicht. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, Moment, das müssten wir doch. Das ist ein 3 plus mit Reroll. Du hast keinen Reroll mehr. Ja, die haben ja Dodge. Ah ja. Ja, ja. Stimmt, das ist ein 3 plus mit Reroll. Wenigstens hat's nicht nur mich damit erwischt. Nur, dass bei dir sogar ein 2 plus war. Ja. Kann das? Leck mich doch am Arsch. What I'm seeing. Komm, wenigstens den Anstands-Touchdown mache ich jetzt noch. Ja, das wäre das Wenigste. Ja, also der kommt jetzt noch. Ach, der musste gar keinen GFI machen, ne? Nee. Ein Glück. Meine Güte. Oh mein Gott. Also drei Ratten erfolgreich runtergenommen und da sind zweimal Gutterrunner, einmal Werfer, das ist schon.
Ja, dafür habe ich einen Troll erfolgreich runtergenommen und das permanent. Das Schlimme ist, bis ich den neu kaufen kann. Auf der anderen Seite hat das natürlich einen kleinen, auch jetzt einen netten Beigeschmack für mich, ne? Ja, das heißt, ich krieg 140.000 mehr Inducements. Ja, das stimmt. Zwei Starspieler. Das heißt, oder Morg und ein Wizard ist auch so eine nette Geschichte. Ein Wizard, der hat mich gestern so... Also, gegen Wizard hatte ich vorher noch nie gespielt. Muss ich zugeben. Mhm. Und gestern das erste Mal. Und einer verwandelt mein Gutterrunner. Nee, Frosch. Ich habe Untote gespielt. Ghoul in Frosch. Ja. Und ich mich gefreut so, boah, geil, Agility super hoch. Ich nehme einfach den Ball wieder auf und versuche den Ball aufzunehmen. Drop. Ja. Oh, die können ja gar nicht. Schön. Nee, die können nur noch Assists geben und nerven. Und dann hat er dann auch gleich vom Feld geprügelt. Wollen wir es probieren? Oh, ich sehe, was du vorhast. Aber denk dran, mein Kicker ist noch auf dem Feld. Das heißt, der Ball muss hierhin. Genau hierhin. Oh, wunderschön. Gut, das hat sich erledigt. Oh, wunderschön. Oh, und der Ketchup liegt auch noch am Boden, hat sich also doppelt und dreifach erledigt. Gut. Sehr schön. Die darfst du gerne umhauen. Das sind Loner, die brauche ich nicht. Jeremiah Cool always superior skills. Aha. Schiebung! I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. Nein, du sollst nicht Badly Hurt, du sollst sterben, Mann! Das war deiner, der Badly Hurt war. Ja, das war der Leaper. Ich hab ja gehofft, der stirbt jetzt. Absoluter Unsinn. Oh, das hat mich wieder mal riesig gefreut. Was ein Spaß wieder. Das hat mir großartig Spaß gemacht. Oh. Oh Gott. Ja, Starspielerpunkte. Schauen wir doch mal hier rein. Ja, ging. Kazuma so 4 Starspielerpunkte, weil MVP, aber nur noch einer Stärke. Alter. Nee, neuer Troll ist nicht. Scheiße. Cheddar hat seinen Touchdown gemacht, das ist okay. Mozzarella hat seinen Kill gemacht, ist auch okay. Und Parmesan hat auch ihn verletzt. Und Brie hat es geschafft zu passen. Der kriegt wieder eine random Werferfähigkeit, glaube ich. Ja, deine Touchdowns und Tim. Genau. Das finde ich auch gut so. Wenn ich schon dabei bin, dann möchte ich wenigstens auch das tun. Aber ich bin jetzt bei 100.000, das heißt, ich kann mir einen neuen Werfer kaufen. Das tut's gut. Ja, einen Roger könnte ich mir nicht leisten. Und ich hab... Nein, ich hab Dedicated Fans verloren. Hab eine 1 gewürfelt. Oh nein. Es ist bitter. Es ist richtig bitter. Es tut weh. Nur noch 8 Spieler. So, Blutpass Level up. Oh, die coole Haube für den Ogre. Den Old World Ogre. Bin ich bei 690.000 Team Value, also die nächsten Gegner, wir haben ja nur noch 9. Wer ist denn dein nächster Gegner? Ja, TK. Echt geil. War ein bisschen klein, das Ding. Team Value von 1300 nach dem Spiel wahrscheinlich. 1300 heißt, wie viele Inducements kriege ich im Moment? 600 Inducements.
Uff. Das ist Morgan Frog und. Na, da. Den gibt's noch für 200.000. Eine Kettensäge. Stimmt. Griff. Oh. Mein nächstes Match geht gegen Ben. Mal gucken, was da so los ist. Da werde ich dann mal schauen, dass mein Rattenoger ein paar mehr Starspielerpunkte bekommt. Da schmeiße ich den gleich raus, den Gutterrunner, weil eine Einer-Stärke brauche ich nicht. Ja. War schön mit dir. Dafür kommt ein Werfer. Ich muss jetzt wieder auf den Gutterrunner sparen, Mensch. Oh, ich könnte mir auch einen Gutterrunner holen stattdessen. Nee, erstmal brauche ich einen Werfer, weil meiner ja außer Gefecht ist im nächsten Match. Dem ist irgendwas über die Leber gelaufen. Oder ich habe zwei... Oh, nein, das falsche Team. Nee, nur der Werfer. Glückwunsch, Mobby. Und damit seid ihr ja jetzt dann... Habt ihr ein klares Unentschieden gespielt in zwei Partien. Nee. 3 zu 3. Ah ja, das, ja. Das ist... Ja, schon klar. Alles cool. Ich wollte nur bestätigen. Danke, Mobby, fürs Mitteilen. Gerne, gerne. Ja, ich brauche immer, bis ich alle Namen rausgeschrieben habe. Shadow mal wieder der Touchdown. Dann mache ich mal schnell die Tabelle. Ciao, ciao. Orido. Ciao, ciao. Ja, da bin ich gespannt, wie jetzt gleich die Tabelle aussieht. Aha. Das könnte mich auf den Abstiegsplatz gekickt haben. Nee. Wieso denn? Okay. Chaos Kopf hat 3 Punkte, du hast 8. Ja, aber trotzdem, es gibt da noch jemanden unten. Ja, Barry mit 2 Punkten. Oh, okay. Du siehst gleich. Okay. Ich mach's alles gerade fertig. Gut. Du Mobby, du tut mal temporär jetzt wieder hoch, sich arbeiten, ja. Jetzt wird dann als nächstes erstmal TK zerholzt. Jetzt zieht mich erstmal einen Platz runter, der Mobby. Mal gucken. Brauchen wir dann schönen Käse, Leute? Was gibt's denn für schöne Käsesorten? Ich mag Gruyère sehr gerne. Oh Gott, wie schreibt man den nochmal? Grajetzer. Grayzer. Warte mal. Grayzer. So, da hat ein E gefehlt. Grez. Nee. Grei. Warte mal. Grei. Na, nicht Edamer. Grayetzer. Edamer hatten wir schon. Ah, nein, da. So schreibt man den. Oh ne, das stimmt nicht, da fehlt ein R. Wo fehlt das? Grei, yeah. Ja, so schreibt man den. Ach du Scheibenkleister. Okay. Ach du Scheibenkleister, wer kann das denn schreiben? Okay, nehme ich. Nein, wer hat sich das einfallen lassen? Dann haben wir jetzt Grayzer auf der Werferposition. Wunderschön. Bree kriegt seine zufällige Passfähigkeit. Und na, das da kann man niemals mit falsch machen. Nö. Passen random. Nerf ist so of stark. Steel. Ja, ist geil. Ja. Ist und bleibt ein wunderbarer Skill. Ja, definitiv. Genießt das immer so, wenn ich Pro-Elfen spiele und hab dann diese Catcher mit Nerfs of Steel. Ja, stell ruhig 2 Leute da dran, fängt halt trotzdem auf die 2 plus. Was gebe ich meinem Blitzer denn Schönes? Dem könnte ich Mighty Blow Hutter, dem könnte ich Guard geben, was aber ich will ja nicht. Was hältst du von Klaue? Das ist bei mir eine Secondary. Also, das ist ja eine Mutation, stimmt ja. Tackle. Tackle hätte dir gerade das Spiel sehr viel einfacher gemacht. Und du musst noch gegen Elfen ran. Das stimmt und allerdings. Du musst noch gegen Barry ran. Ja. Ja. Und auch Ben hat 1-2 Dodgies drin. Ja. Ja, hat er jetzt Tackle. Und die Zwergen kann er zur Not auch tackeln. Ja, tackle, wie Bering schon sagt, das ist in unserer Liga schon fast eine Pflicht, weil da geht echt immer was. Auf jeden Fall. Okay, diesmal hat er Rache geübt. Wir haben verloren, aber wir haben den Troll ausgeschaltet. Das ist doch schon mal etwas. So ein Troll weniger macht schon einiges her. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Auch über Kommentare freue ich mich jederzeit. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.